Okay, meine lieben Abonnenten, es geht weiter. Erstmal, zuallererst, ich schneide jetzt alle ganzen Weg raus, weil es gibt hier, ich könnte stundenlang hier rumgehen und es werden locker 20 Parts voll mit den Leuten, also voll mit Kämpfen, die ich rausschneiden muss. Und es wäre nichts Besonderes. Deswegen werde ich jetzt nur alle Bosskämpfe zeigen, die es hier gibt, also die optionalen Bosskämpfe. Als erstes muss ich mich an diesen dreckigen Hund rächen. Wer hätte gedacht, dass ihr es tatsächlich so weit schaffen würdet? Doch durch mich werdet ihr zugrunde gehen. Du dreckiger Hund, warte. Mit dir werde ich noch einen Hühnchen rupfen. Warte mal. Proterra Air. Und du machst mal... Flair, das haben wir auch noch nicht gezeigt. Jetzt zeige ich den mal, was ich... Jetzt kommt die ganze Rache zurück. Jetzt kriegt er alles zurück, was er getan hat. Flair! 560, Angriff, Angriff, Angriff und Angriff. Er müsste gleich tot sein. Okay. Der Schaden hätte mehr sein können, aber egal. Okay, er ist tot. Das war jetzt der erste optionale Boss. Zerbos. Aus Final Fantasy 3, glaube ich, kommt dazu. Eine geheimnisvolle Kraft hält die Tür verschlossen. Also müssen hier rein. Und dann wieder hier rein. Zurück an die Oberfläche? Nein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Man kann nicht hier raus. Man muss wirklich an die Oberfläche wieder. Diese Auswahl hätten sie echt lassen können. Man musste ja hochgehen. Ja, ich muss in die Oberfläche. Und jetzt muss ich alle Kämpfe. Jetzt muss ich das nochmal dahin gehen und das nochmal machen. Also, bis zum nächsten Mal. Okay, der nächste Bossfight geht weiter. Jetzt gehen wir nach rechts. Bis hierher und nicht weiter. Echidna, okay. Also es gibt vier Schätze, die man holen kann. Von Zerberus, Kotetsu, von den anderen kriegt man X-Potion, Final Elixir und Weisheitsrobe. Weisheitsrobe will ich eigentlich haben, aber das hole ich mir gleich. Okay, dann so. Und ich werde was Bestimmtes machen, da zeige ich euch gleich, was ich hier machen werde. Ich habe keinen Bock, jetzt alles nochmal zu machen. Also ja, man muss jedes Mal wieder rausgehen und die Kämpfe nochmal, also den ganzen Dungeon nochmal gehen. Nur bei dieser Höhle, bei der anderen Höhle braucht man das nicht zu machen. Zum Glück, nur zum Glück. Okay, ich habe schon irgendwie 2500 bei denen abgezogen. Transpra und Angriff. Muss die Maus. Okay, das ist gut. Erdbeben. Wieso trifft es immer den Bernd? Erzengel. Und Angriff. Ich hoffe, jetzt stirbt keiner. Geht zum Glück. Und scheiß Boa ist wieder draußen. Ey, wenn ihr jetzt wieder Boa-Aktion da oben macht, dann seid ihr dran. X-Potion kriegen wir bei denen. Und wir sehen uns beim nächsten Boss. Okay, es geht weiter. Ich habe den Safe State nochmal geladen, weil ich nicht unbedingt den ganzen Weg nochmal gehen will. Und Bohrmaschine da oben, hör auf bitte. Okay, er will nicht aufhören. Ach, scheiß Bohrmaschine. Ich hoffe, ihr hört die nicht. Ich hoffe es wirklich. Der nächste Boss. Ihr seid des Todes, Kämpfer des Lichts. Des Lichtes. Todesdrache, der hat eigentlich nichts zu sagen, so gesagt. Flair. Der ist der Schwächste von den Bossen jetzt, momentan. Also in diesem Dungeon. Ach, die ganzen Kämpfe zusammenzumachen. Ich muss auch noch so viel... Also wundert euch nicht, es gibt einen Dungeon, wo es 40 Etagen gibt und ich muss alles runtergehen. 40 Etagen, Leute, 40. Das wird... Bis ich da zum Boss komme, dauert das sehr lange. Ja, komm, schön gemacht, Transpra. Jetzt töte ihn. Alle Angriff, Angriff und Angriff.
So geht's doch. Den Boss haben wir jetzt auch erledigt. Gut, gut. Weisheitsrobe erhalten. Okay, wir sehen uns im nächsten Kampf. Okay, zum nächsten Boss im Altal der Erde. Niemand kann mich aufhalten. Auch ihr werdet durch meine Hand sterben. Ariman. Okay, den kenne ich noch nicht. Egal, wir machen erstmal Proterra auf alle. Du machst mal Blitzker, müsste eigentlich effektiv bei dem sein, weil er in der Luft schwebt. Wenn man es jetzt logisch nach der Erdbeben kann, er mal Bernd stirbt. Okay, hat überlebt. Gut. Proterra auf alle. Items. Okay, Angriff. Angriff. Du machst mal Items. Warte. Warte, wo ist das? Ich will was ausprobieren. Angriff. Flammenschwert bleibt wirkungslos. Warte, wie konnte ich meine eigenen Items einsetzen, die ich gerade anhabe? Vitra. Okay, der ist bisher der Einzige, der sich gegen geheilt. Rüsten. Nein, ich will es benutzen. Egal, dann mache ich einfach Angriff normal. Normal müsste... Was, wie hat er das gemacht? Okay, er ist auch schon tot, gut. Dann haben wir alle Bosse im Altar der Erde besiegt. Super Ether. Und hier kriegt man feine Elixier. Ja, okay. Wir sehen uns bei der Feuergruft wieder. Okay, es geht weiter in der Feuergruft. Und da habe ich habe ja gesagt, dass ich gegen Skarmiglione schon mal gekämpft habe, aber er ist schon wieder da. Da kommt Freude auf. Es wird mir ein besonderes Pläsier sein, euch zu fressen. Ich bin Skarmiglione, Herrscher der Unterwelt. Und es ist offensichtlich Essenszeit. Er hat 4000 LP, Proterra und Angriff. Er hat 4000, ja, wie schon gesagt. Das wird Team schnell voran. Willst mich doch gerade verarschen, aber egal. Er greift nur mit Blitz an, das ist alles. Ich greife jetzt einfach normal an, danach ist alles erledigt. Jetzt ist er tot. Sag ich ja. Aber wie ihr wisst, von Final Messengers LP hat er noch eine andere Form. Die untote Form. Ich fürchte weder Leben noch Tod, denn schon vor grauer Zeit habe ich beiden entsagt. Ihr könnt mich nicht bezwingen. Das ist seine richtige Form. Proterra nochmal. Und jetzt ist er anfällig auf Feuerzauber. Feuer. Jetzt müsste er aber schnell sterben. Giftgas. Ach, das ist, er macht enorm viel Schaden, obwohl ich auf Level 73 bin. Ja, ist klar, das ist effektiv gegen ihn, ist klar. Heilra und du machst Flair. Sehen wir mal, ob er jetzt gleich tot ist. Hoffe ich jetzt auch mal. Und wie schon gesagt, ich werde alle Bosskämpfe zeigen. Die Schatztruhen, die in den Dungeon sind, könnt ihr selbst rausfinden, wenn ihr es mal selbst spielt. Ach, willst du mich doch verarschen, Mann. Achso, er hat doch keine Magie. Vigra. Vitaga, ja. Vitaga und du machst Feuer. Ich hoffe, er ist jetzt mal tot.
Ist klar, 9099, er hat nicht mal so viel LP. Aber egal, er ist tot. Das ist ja das Wichtigste. Mondschleier halten. Und wieder ist da eine mysteriöse Kraft, die uns nicht durchlässt. Und wir sehen uns beim nächsten Boss. Okay, es geht weiter mit dem nächsten Boss. Aber erstmal sehen, ob ich alles... Ja, ist klar, ich muss das noch alles aufheilen. So, so, so. Okay. 73 bin ich schon. Kiki. Das ist aber sehr freundlich, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt, um mir unten Gesellschaft zu leisten. Katnatsu kennt ihr auch von Final Fantasy Let's Play, von FF4. Irgendwie fällt mir dazu einfach nichts ein. Ich töte es einfach mal. Der stärkste Attacke ist Tsunami. Die zieht schon viel ab. Aber ich zieh mehr ab als er. Okay, ich hab schon irgendwie. Männerschaden, Kaknatsu, Männerschaden. Transpra und du machst dann. Flair. Transpra. Jetzt ist meine Ausweichreiter erhöht worden. Jetzt müsste aber bald sterben, Holo. Passt. Jetzt macht er sich schneller. Okay, jetzt nur mal angreifen, dann ist er tot, würde ich mal sagen. Jetzt müsste aber tot sein. Ja, jetzt. Okay, hat er seinen Tsunami noch nicht gezeigt, aber naja, ich habe ihn wenigstens besiegt. Das ist das Wichtigste. Lichtschleier halten. Okay, wir sehen uns bei den nächsten Bossen in der Feuergruft. Das sind insgesamt 4 noch. Also noch 2 Stück. Okay, es geht weiter mit den nächsten Bossen. Also die letzten 2 in der Feuergruft. Ich bin Rubikante und ich herrsche über das Feuer. Ist es Glück oder wahre Stärke gewesen, die euch zu mir brachte? Wir werden sehen. Ich glaube, ich bin bisher der einzige Let's Player, der bei Final Fantasy GBA-Version die ganzen Bosskämpfe zeigt. Einer hat es versucht, aber hat mittendrin aufgehört. Aber ich zeige euch alle Bossfights hier, also optionalen Bossfights. Items. Benutzt, um Feuer auszuspielen. Benutzt den Effekt Gemach. Exal, Blitzer, Ex-Eis, Ex-Blitz, Ex-Tod, Helmestiefel. Kann ich später gebrauchen beim Boss. Silberapfel. HP-Wert. Wieso wusste ich das nicht? Oh. Koffeintrank. Ach, warum mache ich das? Das kann ich ja sowieso später gebrauchen. Eisgar und Angriff. Ach, ich hasse diesen Hurensohn-Angriff von ihm. Okay, das haben wir dann auch. Wir haben jetzt insgesamt 2000 abgezogen. Er hat 15.000 LP. Finden uns noch 13.000. Heilra, du machst dann wieder Eisgar. Feuerer normal, okay. Ich glaube, ich muss mich mit anderen Magie ausstatten für die ganzen Bossfights jetzt. Ich kann mir ja zum Glück informieren, wie die Schwächen von denen sind. Okay. Du machst dann Mumm auf ihn hier. Feuertaufe! Ach, scheiße, Mann. Anti-Z. Ah, ist klar, Miss. Vigra auf ihn. Du machst dann Mumm auf ihn. Angriff muss verstärkt werden. Oh, scheiße, Mann. Egal, zum Glück wird Mike gleich geheilt. Ich
glaube, ich muss bei Heilgar holen. Das ist das Einzige, was mich gerade im Leben hält dann. Hast Feuertaufe auf. Wieso auf den guten alten Bernd? Hey, bist du jetzt tot? Nein, ich hätte mich zu früh gefreut dafür. Oh, 2000 Schaden und so. Gut so. Sehr, sehr gut. Angriff, du machst Vigra auf ihn, du machst Hast auf Bernd. Feuerer. Ach, scheiße. Ich weiß, es hat nichts gebracht. Hör auf, aber einen toten Hass zu machen, das bringt dir nichts. Vigra, du machst Items, Phönixfeder, so. Okay, er ist jetzt schon tot. Ich werde sowieso das alles wieder, wie immer, Safe State wieder laden und dann nochmal machen. Blütenschwert. Schleife gefunden. Und wir sehen uns beim nächsten Bossfight. Okay, Leute, das ist der letzte Bossfight für Part 18. Hihihihihi. Ich muss euch unterschätzt haben, aber es wird zu guter Letzt keinen Unterschied machen, denn ich, Barbarossa, werde eure Reise hier beenden. Ihr kennt sie bestimmt aus Final Messengers LP. Proterra, Dumas. Was hilft denn bei ihr? Egal, ich mache einfach Hass. Fingerspitzen, damit kann sie jemanden versteinern. Trifft aber nicht so oft. Sie hat 12.995 LP. Keine Ahnung, warum so eine krumme Zahl, aber ist halt so. Okay, das ist gut, dass meine Charaktere so stark sind. Proterra nochmal. Hast. Gut zu Bernd. Gut zu Mike. Nochmal ein bisschen Abwehr verstärken, schadet ihr nie. Ach du Scheiße, Mann. Transpra, du machst dann wieder. Warte mal, Mom. Okay. Boah, Mike hat so viel abgezogen. Ach du Scheiße, Bernd. Bernd ist zu heftig. Zwei Hände halten. Zwei Hände, sehen wir uns das mal an. Nützen, um Konfus zu erteilen. Ja, kann mich irgendwann mal gebrauchen. Okay. Yep, ich will in die Oberfläche. Also, das ist das Ende für Part 18 mit den ganzen Bossfights von der Höhle der, vom Tal der Erde und Feuergruft. Im nächsten Part geht's weiter mit der Höhle der Genese und Windflüsterhöhle.